Heute in diesem Video 5 Top No-Gos, die ich hasse. Also willkommen bei 5 Top No-Gos im Kino bei der Nerd Hates. Nummer 1, Handy schauen. Irgendwann gucken Leute aufs Handy, weil wahrscheinlich der Film zu langweilig ist oder weil sie nicht wissen, was das ist. Ganz ehrlich, warum geht ihr einfach ins Kino, ne? Bleibt doch mit eurem euren Arsch zu Hause, ist doch scheißegal, ob ihr mit dem Handy guckt, ihr nervt einfach mit euren Handys. Geht nach Hause, versteckt euch, grabt euch ein, fertig. So, Thema Handy abgehakt. Nummer 2, der Platzbesteher. Im Kino gibt es nämlich so eine ganz spezielle Art, die heißt Platzpolizist. Der Platzpolizist, der tritt immer dann auf, wenn möglichst wenig Leute im Kino sind. Denn er ist ein bisschen wie ein Mathematiker. Ihm ist es ganz wichtig, Zahlen sind ihm ganz wichtig. Denn wenn auf seinem Ticket steht, Reihe 6, Platz 8, dann ist es ihm egal, ob das halbe Kino leer ist. Nein, er will sich direkt auf seinen Platz setzen. Und wenn jemand anderes auf diesem Platz sitzt, dann wird er freundlich oder auch nicht so freundlich darauf hingewiesen, dass er da sitzt und dass sein Platz ist. Und direkt daneben gibt es vielleicht noch ganz viele freie Sitze. Und da fragt man sich, warum setzt er sich nicht einfach auf diese freien Sitze? Das ist vor allem dann nervig, wenn der Film schon angefangen hat und man deswegen extra nochmal aufstehen muss. Also deshalb, das ist einer der Gründe für mich, warum ich persönlich jetzt nicht so gerne ins Kino gehe. Nummer 3, der Nachfrager. Kennt ihr auch mal diese Leute, die einfach keinen Plan vom Film haben? Wahrscheinlich haben sie den ersten beiden Teile nicht gesehen, gucken sich den dritten Teil an und fragen immer die Person neben ihnen. Ja, welcher ist denn der Charakter? Wer ist denn dies? Wer ist der Böse bei Star Wars? Gerade Frauen, die dann keinen Plan haben. Oder auch die Männer dann fragen bei irgendwelchen Liebesfilmen. Oder dann wahrscheinlich so hängen, oh, was ist das für ein Scheißfilm? Aber egal, wer ist denn der Charakter? Ganz ehrlich, guckt euch den beschissenen ersten Teil an oder den zweiten Teil. Ganz ehrlich, boah, ich krieg mal die Hasskappe, wenn jemand neben mir sitzt und mit seiner Freundin oder so, wer ist denn das oder wer ist dies? Ganz ehrlich, guckt euch vorher die bekackten Filme vorher an, bevor ihr ins Kino geht. Verstanden? Nummer 4, der Röchler. Das Kino ist keine Intensivstation. Was eigentlich klar sein sollte, das scheinen viele Kinogänger nicht zu begreifen. Denn hinter mir saß einmal eine Frau, die hat den ganzen Film durch über geröchelt. Und das ist natürlich sau mühsam, wenn man dann den Dialogen zuhören muss. Vor allem habe ich mir dann auch so meine Gedanken gemacht, was mit dieser Frau los ist, und ich habe mir dann Sorgen gemacht. Und ich finde, aus Respekt vor den anderen Kinogängern sollten diese Leute zumindest aus dem Kino rausgehen, sich um ein Problem kümmern und dann vielleicht später nochmal reingehen. Nummer 5. Der Bodenkratzer mit dem Popcorn. Kennt ihr das auch? Man hat nur noch ganz wenig Popcorn drin, aber es gibt immer noch irgendwelche Personen, die müssten meinen, die Popcorn direkt, wenn da nur ein paar drin sind, so rumzukratzen, dass man fast keinen Film, nichts mehr vom Film hört, ist das einfach nur scheiße nervig. Ganz ehrlich, könnt ihr nicht den verfickten Rest einfach sein lassen und, keine Ahnung, holt euch was anderes, geht einfach raus. Wobei ein Thema rausgehen ist ja auch scheiße. Ja Leute, ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Der Michael von DVD Deception hat ja mitgewirkt in diesem Video. Sein Kanal ist ja beschrieben in der Kanalbeschreibung. Und ja, geht doch mal gerne auf seinen Kanal, lasst ein Abo da, Like, keine Ahnung was. Er hat den zweiten Teil hier auch am Start, da habe ich auch mitgewirkt. Und ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ein bisschen Hass war ja in diesem Video drin, ein bisschen Aggressivität. Aber auch Ehrlichkeit von mir, und das muss auch ganz wichtig so sein. Was hasst ihr denn am meisten am Kino? Gerne natürlich in die Kommentare, würde mich natürlich sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich ein Like geben. Wenn nicht, dann ein Dislike, ist mir aber auch scheißegal. Und dann würde ich sagen, Leute, ein Abo wäre natürlich cool. Und dann würde ich sagen, bis dann und ciao und bam! Geht auf DVD Deception.